Ja, zu den Vokabeln Bild und Bildmenge einer Matrix. Ihr multipliziert eine Matrix A mit einem Vektor, bekommt einen Vektor heraus, deshalb habe ich hier jetzt erstmal x-Vektor Strich hingeschrieben. Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, erstmal kommt ein anderer Vektor raus. Es soll ja nicht um den Fixvektor gehen, sodass dann hier das Gleiche stehen würde. Und ich nehme jetzt mal die Matrix 2, 3, 1, 4. Wenn ihr einen Vektor jetzt reinschickt und multipliziert 1, 2 entsprechend Zeile mal Spalte, 2 mal 1 ist 2, plus 3 mal 2 ist 6, insgesamt 8, wieder Zeile mal Spalte, 1 und 8 ist 9. Dann nehme ich noch irgendeinen beliebigen anderen, ich nehme mal 2, 0, ein bisschen einfach zu rechnen, Zeile mal Spalte, ergibt dann entsprechend 4, wieder Zeile mal Spalte, 2. Das sind jeweils Bildpunkte. Und wenn ich jetzt entsprechend mir die beiden hier vornehme, dann hätte ich ein mögliches Bild von der Matrix. Wenn ich deutlich mache 1, 2, den hatte ich hier reingeschickt, 1, 2, 2, 0 ist irgendwo hier. Die beiden, da könnte ich jetzt ein Bildchen von malen. Das Bild ist jetzt nicht weltbewegend, das ist vielleicht, keine Ahnung, ein Pöller oder ein Pfosten, der schief sitzt. Und ich habe mit der Matrix jetzt abgebildet auf 8, 9 irgendwo hier und auf 4, 2 irgendwo hier. Und dann ist der Pöller irgendwo anders. Die Bildmenge ist jetzt all das, was rauskommen kann an Bildpunkten. Und da kann es ja Einschränkungen geben. Das mache ich dann in dem nächsten Video deutlich. Grundsätzlich sollte es hier jetzt mal darum gehen, ich packe etwas an Mengen rein, bilde mit der Matrix ab und dann kommt entsprechend ein Bildpunkt raus. Wenn ich mir zwei schnappe, ich könnte auch mehrere nehmen, dann habe ich ein mögliches Bild und die Bildmenge ist all das, was rauskommen kann. Es ist vergleichbar bei Funktionen mit, ich habe einen Definitionsbereich, all das, was ich reinschicken darf. Und ich habe einen Wertebereich, all das, was rauskommen kann. Denn was kann passieren, wenn es eine Einschränkung gibt? Es könnte ja sein, dass alle Punkte, die ich reinschicke, nur auf eine Gerade abgebildet werden. Wie wir das untersuchen, mache ich in dem nächsten Video deutlich. Vielleicht noch eine technische Sache. Falls ihr es geschrieben habt mit F, Doppelpunkt, ich bilde eine Menge X ab auf die Menge Y oder von mir aus Alpha eine Abbildung, ich nehme R2 und bilde auf R2 ab. Warum ist das hier der Fall? Ich habe die Menge von Vektoren mit zwei Komponenten und das, was rauskommt, ist wieder eine Menge von Vektoren mit zwei Komponenten. Hier sollte erstmal alles Grundsätzliche geklärt sein. Wie gesagt, danach in dem Video die genaue Untersuchung, wie ich auf die entsprechende Bildmenge dann komme, um die dann auch anzugeben.